Herzlich willkommen beim Forum Demokratie. Erinnern kann sehr schmerzhaft sein. Nicht alles, woran wir uns erinnern, erfüllt uns mit Glück oder Stolz. Dennoch ist Erinnern wichtig, denn Erinnern schafft Identität. Dem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus hat Deutschland sich gestellt. Seiner Geschichte als Kolonialmacht aber stellt es sich nur sehr langsam. Deutschland hätte da nur eine unbedeutende Rolle gespielt, heißt es im Allgemeinen. Aber stimmt das? Anfang des 20. Jahrhunderts ermordeten deutsche Kolonialtruppen Zehntausende Angehörige der Herero und Nama im heutigen Namibia. Historiker bezeichnen diese Gräueltaten als ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Erst 2004 begann in Deutschland regierungsseitig die Auseinandersetzung mit dem Thema und die deutsche Bundesregierung nahm direkte Gespräche mit Namibia über Entschädigungen auf. Im Forum Demokratie wollen wir uns in diesem Jahr mit der schweren Vergangenheit Deutschlands beschäftigen, denn sie reicht bis in die Gegenwart und bestimmt unsere Identität. Und ich freue mich sehr über unsere Gäste. Ich begrüße sehr herzlich Ruprecht Polenz, langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, ehemaliger Generalsekretär der CDU und seit 2015 offizieller Vertreter der Bundesregierung im Dialog mit der namibischen Regierung um den Völkermord an den Herero und Nama. Ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Carina Theurer, Völkerrechtlerin. Sie lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin und an der Bucerius Law School in Hamburg und berät bei der UN-Klage zu dem Abkommen. Herzlich willkommen an Sie. Und ich begrüße sehr herzlich Israel Kaunatike. Er ist Herero und lebt seit den 70er Jahren in Berlin, beschäftigt sich intensiv mit der deutsch-südwestafrikanischen Geschichte, ist Aktivist, kämpft für Wiedergutmachung und fordert Reparationen. Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich, wie schon so oft hier im Forum Demokratie, Professor Manfred Görtemarker, Historiker an der Universität Potsdam, der uns schon lange in diesem Forum Demokratie begleitet. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Polenz, wir werden heute einen Blick in die Geschichte werfen, in eine Zeit von vor über 100 Jahren, auf ein Ereignis, das heute noch Teil unserer Gegenwartspolitik ist. Warum das so ist, das wollen wir im Laufe der Sendung gemeinsam herausfinden. Aber ganz zu Beginn würde ich gerne allgemein fragen, warum erinnern wir uns? Welche Bedeutung hat Erinnerungskultur ganz im Allgemeinen in unserer Gesellschaft? Ich will es mal mit einem Bild versuchen. Wenn wir uns vorstellen, unser Leben würden wir auf einem Segelschiff verbringen und wir wollten in die Zukunft segeln, dann ist die Erinnerung der Kiel, der dem Schiff Stabilität gibt und die uns überhaupt nur ermöglicht, den Kurs zu halten. Also wir müssen wissen, wo wir herkommen, um zu wissen, wo wir hinwollen. So würde ich es mal ausdrücken. Herr Kaunatike, wir haben es gerade gehört, wie wichtig Erinnerungskultur durchaus auch ist. Wir beschäftigen uns im Forum Demokratie mit Momenten der Schuld. Spielt Erinnerung auch in der Opfergesellschaft eine identitätsstiftende Rolle? Das ist also persönlich, was auch mich betrifft, Erinnerung spielt eine ganz große Rolle. Erstens, weil meine Familien auch in dieser Geschichte, vergangene Geschichte in Deutsch-Westafrika auch betroffen waren. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt überhaupt, dass wir uns auch damit beschäftigen, mit der Vergangenheit und mit der Geschichte und überhaupt die ganze strukturelle Gegebenheit. Es ist sehr wichtig und darum für mich freue ich mich auch hier zu sein und mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Mhm. Frau Theurer, Sie sind Juristin, Völkerrechtlerin. Sie betrachten die Welt und auch die Geschichte aus der Perspektive des Rechts. Sie klassifizieren auch Unrecht, damit natürlich automatisch. Lassen Sie mich ganz zu Beginn auch allgemein fragen, wie ausgeprägt ist ein kollektives Rechtsempfinden in Gesellschaften, in Völkern, aber auch zwischen den Völkern? Gibt es sowas überhaupt? Ein kollektives Rechtsempfinden, bin ich mir nicht sicher, ob es das gibt. Allerdings gibt es natürlich schon bestimmte Mindeststandards. Und ich glaube, dass gerade im Hinblick auf rechtliche Aufarbeitungsprozesse, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg kennen, wir doch gesehen haben, dass sie für die Erinnerung und vor allem auch für eine friedliche Zukunft konstituierend sind. Also durchaus auch kollektiv im Sinne von gemeinsame Verantwortung. Ein gemeinsames Narrativ bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich wird das Narrativ niemals das Gleiche sein, aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen. Aber ich denke schon, dass wir positive Erfahrungen gemacht haben mit Wahrheits- und Versöhnungskommissionen und mit anderen Formen kollektiver Aufarbeitung auch dessen, was rechtlich passiert ist. Hm.
Herr Gattomacker, es gibt das Wort von der Geschichtsvergessenheit einer Gesellschaft, was ja der Erinnerungskultur ein Stück weit auch entgegensteht. Deutschland ist international für die Erinnerungs- oder die Erinnerungsarbeit und Aufarbeitung beim Thema Nationalsozialismus ja an vielen Stellen schon gelobt worden und wird immer wieder anerkannt, dass wir dort wirklich große Schritte gegangen sind. Aus Sicht des Historikers, wie und durch welchen Impuls entsteht denn ein gesellschaftliches, historisches Bewusstsein für ein bestimmtes Ereignis? Was muss dafür vorhanden sein, damit sich die Gesellschaft auch wirklich daran erinnert? Also Kritiker behaupten gelegentlich, man will sich heute nur noch erinnern. Zur Erinnerung gehört aber auch die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Also Erinnerung braucht Substanz. Wenn man sich nur erinnert, dann besteht die Gefahr, dass es in eine emotionale Situation hinüberführt. Das reicht nicht. Man braucht tatsächlich die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Das haben wir in Deutschland, was den Nationalsozialismus betrifft, relativ gut gemacht bisher, glaube ich, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Deutschland hat aber insgesamt einen großen Bedarf, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, weil unsere Vergangenheit komplizierter war als bei vielen anderen Ländern. Das hängt zum Teil mit der geografischen Lage in der Mitte Europas zusammen. Das hängt aber natürlich auch mit den Verwerfungen der jüngsten deutschen Geschichte zusammen. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, diesen Impuls, der vom Nationalsozialismus ausgegangen ist, tatsächlich auch für andere Themen jetzt zu nutzen. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist dafür ein Beispiel. Ja, lassen Sie uns dann gleich auch mal konkret werden. Wir wollen heute den Kolonialismus näher betrachten, den deutschen Kolonialismus. Das Deutsche Reich war Kolonialmacht, aber es war eine späte Kolonialmacht, oder? Es war eine sehr späte Kolonialmacht und Sie haben in Ihrer Anmoderation ja schon auch darauf hingewiesen, dass viele gesagt haben, für uns seien Kolonien nicht so wichtig gewesen. Deutschland ist eine verspätete Nation, sowohl in der Nationalstaatswerdung, aber auch im Erwerb von Kolonien. Sie spielen übrigens auch sowohl von Bevölkerungsexport wie auch von der Wirtschaft her überhaupt keine Rolle. Der Anteil der Kolonien am Im- und Export des deutschen Auslandes betrug 0,02%. Sie hatten also überhaupt keine Bedeutung. Es war ein Prestigeobjekt am Ende des 19. Jahrhunderts. Aber auch Prestige kann eben tatsächlich in die Irre führen. Und dafür ist die deutsche Kolonialpolitik ein gutes Beispiel. Die Deutschen haben erst relativ spät, viel später als etwa die Holländer, die Belgier oder die Franzosen oder Briten, tatsächlich solche Kolonien erworben. Aber die Entwicklung seit Mitte der 1880er Jahre, also nach der Reichsgründung, um genau zu sagen, da kamen natürlich auch diese Vorstellungen hoch, man brauche Kolonien, um tatsächlich auch eine Weltmacht zu werden. Und das Paradebeispiel dafür ist natürlich Wilhelm II., der natürlich geradezu ein Besessener war, die deutsche Größe immer wieder zu betonen, auch in überseeischen Gebieten. Bismarck war da sehr viel vorsichtiger. Er hat gesagt, meine Karte von Afrika liegt in Europa. Aber das stimmt auch nicht ganz, denn er war auch ein Getriebener der deutschen Innenpolitik. Und wir werden vielleicht noch Gelegenheit haben, über die Kongo-Konferenz zu reden. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass auch die Reichsregierung sehr früh gezwungen war, nach der Reichsgründung sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Herr Kaunertiege, wir haben gerade gehört, Deutschland wollte lange keine Kolonialmacht sein. War es dann, wurde oft auch so als gute Kolonialmacht bezeichnet. Aber wenn man sich mal die Realität vor 1904, also vor den Aufständen, anschaut, wie war denn die Realität? Wie sah es denn da aus? War Deutschland da eine gute Kolonialmacht? Deutschland war auf keinen Fall eine gute Kolonialmacht. Das ist auch hier geplant in Deutschland 1884. Da kann man auch überhaupt nicht ausreden und sagt hier, Deutschland hat keine Ziele gehabt. Die haben auch Ziele, wirtschaftliche Interesse. Wie sah denn die Realität vor Ort aus? Die Realität war eigentlich, muss ich mal sagen, Kolonialismus heißt Enteignung, das heißt Gewaltanwendung. Und das ist auch passiert in damalige durch Südwestafrika. Und darum war die Aufstand der Hereros auch das ist Spiegelbild für diese ganze Geschichte. Also das heißt, es war Gewalt, es war Eroberung, Enteignung von Land. Das ist das Problem, die wir heute noch haben. Das sind die strukturellen Probleme, die wir heute haben, auch in heutiger Namibia. Also das heißt, es war gar keine, Deutschland hat eigentlich auch die wirtschaftliche Interesse, wie ich gesagt habe. Und das war der Punkt. Und auch als Siedlersgebiet, Menschen von hier nach dort zu siedeln. Das heißt, die Interesse war da, wirtschaftliche Interesse war da. Frau Theurer, welchen Rechtsstatus hatten denn die Kolonien innerhalb des Deutschen Reiches?
Das ist eine Frage, die sehr kontrovers diskutiert wird, zumindest aus deutscher Perspektive, eurozentrischer Perspektive. Wurde damals den Ovaherero und den Nama die Rechtssubjektivität aberkannt. Das bedeutete im damals entstehenden Völkerrecht, dass sie nicht als Völkerrechtssubjekte anerkannt wurden. Und das wiederum bedeutete, dass mit Ovaherero und Nama im Unterschied etwa zu Frankreich anders verfahren wurde, weil sie eben nicht als Völkerrechtssubjekte anerkannt wurden. Nach vorherrschender Meinung im deutschen Schrifttum damals, wobei dazu hin gesagt wurde, also dazu gesagt werden muss, dass natürlich auch damals schon nur diejenigen Stimmen tatsächlich veröffentlicht werden konnten, die dem gängigen Diskurs entsprachen. Aber genau, nach damaligem Verständnis galt in Namibia kein Völkerrecht, sondern koloniales Recht. Das koloniale Recht, wenn ich dazu noch etwas sagen kann, war bereits von seiner Entstehung aus darauf ausgerichtet, den nicht weißen Menschen in Namibia Rechte zu verweigern. Also es war nicht vom Parlament verabschiedet, sondern konnte dort von der Verwaltung erlassen werden. Auch die Rechtsdurchsetzung war in Händen der Verwaltungsbeamten, die praktisch gleichzeitig Verordnungsgeber waren, durchsetzende Kraft und dann eben auch Richter. Und wer war letztendlich derjenige, der das Recht so gesetzt hat? Denn es muss ja entstehen, dieses Recht. Genau, es gab verschiedene Verordnungen im Deutschen Kaiserreich, dass diese Rechtsetzung durch Verordnungen in der Kolonie dann ermöglicht hat. Herr Polenz, wir haben eben ja schon so ein bisschen über die Entstehung der Kolonien gesprochen. Bismarck war ja kein Verfechter des kolonialen Gedankens, um es mal so zu sagen. Wie stand es denn um diesen kolonialen Gedanken innerhalb der Bevölkerung? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil meine Aufgabe war jetzt nicht, ein Buch über Kolonialgeschichte zu schreiben oder mich mit den Rechtslagen im Einzelnen im Kaiserreich auseinanderzusetzen, sondern ich hatte den Auftrag, sozusagen mich mit den schlimmsten Auswirkungen dieser Lage zu beschäftigen, nämlich dem Völkermord an Herero und Nama zwischen 1904 und 1908. Und ich habe mich natürlich mit diesen Kolonialverbrechen besonders auseinandergesetzt und die Frage gestellt, was kann denn nun heute geschehen, um die immer noch vorhandenen Wunden, Sie haben davon gesprochen, zu heilen und um den Herero und Nama, die heute leben, bessere Lebenschancen zu ermöglichen. Das war im Grunde knapp zusammengefasst der Ansatz. Aber vielleicht noch zu Ihrer Frage mit dem Bewusstsein Deutschland als Kolonialmacht. Man darf auch nicht vergessen, und das hat zum Beispiel, habe ich im Geschichtsunterricht so gehört, also Deutschland hatte ja seit 1918 spätestens keine Kolonien mehr. Und die ganze Phase der Entkolonialisierung in den 50er, 60er, 70er Jahren, die die anderen Kolonialmächte teilweise auch sehr schmerzhaft mitgemacht haben, da hieß es, damit hat Deutschland nichts zu tun. Wir haben ja gar keine mehr. Und ja, diese Fehlwahrnehmung, die hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass es so lange gedauert hat, bis Deutschland sich jetzt dieser Verantwortung wirklich stellt. Kommen wir gleich noch sehr ausführlich dazu, Herr Görtemarker. Auch an Sie die Frage. Sie sagten ja gerade, Bismarck war nicht unbedingt derjenige, der, mein Afrika liegt in Europa, war ja Ihr Zitat, derjenige, der das forciert hat. Aber wie stand es denn darum in der deutschen Bevölkerung, auch wenn die Wirtschaftskraft letztendlich nur 0,02% ausgemacht hat? Aber also zunächst mal muss man sehr deutlich sagen, dass die Reichsregierung kein aktiver Befürworter der Kolonialpolitik war nach 1871. Das kommt aus der Gesellschaft heraus. Es sind ja hanseatische Kaufleute wie Lüderitz aus Bremen, ein Tabakhändler oder eben ein Wörmann aus Hamburg, die also tatsächlich daran gehen, Kolonien zu erwerben, also privat Handelsniederlassungen zu errichten und ähnliches mehr. Das ist also eine völlig andere Situation als in Großbritannien, wo der Staat tatsächlich ein Befürworter eines großen Empire war und man glaubte eben, Kolonien zu benötigen, um das Empire zu sichern. Das war in Deutschland anders. Hier kommen die kolonialen Bestrebungen aus der Mitte der Gesellschaft, also einmal von den Kaufleuten, aber eben auch von der öffentlichen Meinung her. Und hier spielt
diese Tatsache, dass Deutschland tatsächlich sehr spät erst eine Nation geworden ist, glaube ich, eine große Rolle für das nationale Prestige. Kolonien waren eine Frage des Prestige, mehr als der Wirtschaft oder eben auch einer aktiven Außenpolitik, die tatsächlich sich in erster Linie auf Europa zu konzentrieren hatte. Also insofern kommt diese Kolonialpolitik aus der Mitte der Gesellschaft. Sie war enorm populär, genauso wie später auch die Flottenpolitik. Und die Verbrechen, die dann geschehen sind, die haben natürlich dann mit den Entwicklungen in den Kolonien zu tun. Und die muss man tatsächlich eben auch ernsthaft aufarbeiten. Aber das hat mit diesen Anfängen der Kolonialpolitik nicht unbedingt was zu tun. Im Vergleich auch, wenn Sie den Größenvergleich nehmen, die Bevölkerungszahlen in den Kolonien, die waren minimal. Die Kolonien, die erobert worden sind, die lagen sozusagen am Rande. Deutschland war auch in der Hinsicht zu spät gekommen und deswegen konnte man eben nicht tatsächlich diese große Kolonialmacht werden, wie das eben vor allem Großbritannien war, aber dann auch Frankreich, was nicht die Verbrechen schmälert. Aber man muss also diese Anfänge verstehen und die kommen aus der Mitte der Gesellschaft und aus der Wirtschaft heraus und sind aber letztlich in der Summe bedeutungslos für Deutschland selber. Auch wenn Sie dann einfach mal die Zahlen nehmen, wie viele Deutsche tatsächlich in diesen Gebieten gesiedelt haben. Da sind ja fantastische Zahlen oft im Gespräch oder auch Erwartungen geäußert worden. Die sind nie eingetreten. In Südwestafrika lebten etwa um das Jahr 1890 herum etwa 1600 Deutsche. Später auf dem Höhepunkt mal so etwa 12.000. In allen deutschen Kolonialgebieten zusammen nie mehr als 40.000 sogenannte Weiße und davon 20.000 Deutsche etwa. Also auch bevölkerungsmäßig war das tatsächlich bedeutungslos. Und was dann tatsächlich geschehen ist, also das, was Sie schon beschrieben haben, diese Verbrechen, die sind dann natürlich aus diesen Entwicklungen innerhalb dieser Kolonien zu erklären. Aber es sind Privatinitiativen gewesen, die die Kolonien auf die Beine gestellt haben. Und es war nicht der ausdrückliche Wunsch im Sinne des imperialen Zeitalters, in dem wir uns ja befinden, wie das in England oder Großbritannien der Fall war, was diese deutschen Kolonien, diese Kolonialpolitik vorangetrieben hat. Herr Kornatiepe, 1904 explodierte die Lage dort vor Ort. Es kam eben zum benannten Aufstand gegen die Kolonialmacht, getragen vor allen Dingen von den Herero und den Nama. Mit welchem Ziel kam es zu dem Aufstand und beschreiben Sie, was passiert ist? Das Ziel, muss man gern ganz genau sagen, das Ziel war, um einfach, für mich war das ein Befreiungskampf von der Kolonialmacht Deutschland. Ja, das ist genau in meinem, da bin ich auch geboren, in Okahandja, wo dieser Aufstand stattgefunden hat. Für mich war für die Hereros eigentlich irgendwann auch so viel. Das heißt, es ging um, wie ich vorhin gesagt habe, um Landeroberung, um Gewalt gegen Frauen. Und das hat die Hereros 1904 dann gesagt, das ist für uns, es reicht, jetzt müssen wir uns wehren gegen diese Unterdrückung. Und das war der Grund, war Unterdrückung, wie gesagt, auch diese Vergewaltigung von Frauen. Ich persönlich sitze hier, meine Großmutter hat das aber auch erlebt. Ja, darum sehe ich auch ein bisschen anders aus. Wenn man aus Afrika sieht, man ein bisschen anders aus. Und das heißt, für mich war auch der Grund, wo die Hereros die Aufstand. Für mich war kein Aufstand oder Rebellion, das war für mich ein Befreiungskrieg gegen den deutschen Kolonialismus. Und das ist der Punkt. Können Sie noch beschreiben, was passiert ist genau? Ja, was passiert ist, das wissen wir auch von Büchern und was weiß ich. Das heißt, es ging erstmal, das Schlimmste war der Vernichtungsbefehl gegen die Hereros. Das heißt, das Volk einfach auszulöschen. Also von Lothar von Trotter, dass alle Hereros muss einfach ausgelöscht werden. Und dann später, 1905, war die Namas, haben sich angeschlossen an diesen Kampf gegen die deutsche Macht oder Kolonisatorin. Und das ist auch genauso passiert mit dem Vernichtungsbefehl gegen die Namas. Und das ist, was wir heute noch damit zu tun haben. Herr Polenz, gerade eben fiel der Name General Lothar von Trotha. Das wird damit natürlich unmittelbar verknüpft, das Grauen, was wir da gerade gehört haben. Geht die Personalisierung dieser Untat, die Personalisierung dieses Verbrechens, ist das auch so ein Stück weit eine Entschuldung für das deutsche Volk? Na, ich habe es eher so gesehen, dass dieser
schriftliche Befehl, der erhalten ist, im Grunde noch mal zusammenfasst, warum es Völkermord war. Und so habe ich das auch für mich verstanden. Es ist ja, als wir angefangen haben, 2015 zu verhandeln, gab es sicherlich schon eine überwiegende Meinung, auch in der Wissenschaft, es handle sich um Völkermord. Aber bis heute hört man noch den einen oder anderen, der das bestreitet. Für mich war das klar. Und wenn man sich dann mit den Verbrechen im Einzelnen beschäftigt, und das haben wir in den Verhandlungen getan, weil Deutschland ja einen Versöhnungsprozess befördern möchte und vor allen Dingen auch um Entschuldigung bitten möchte. Und dafür muss man ja als erstes mal beschreiben, genau wofür soll und will Deutschland sich eigentlich entschuldigen. Und in dieser gemeinsamen Erklärung, über die wir lange gesprochen haben, haben wir auf 4, 5 Seiten diese Grausamkeiten sehr genau beschrieben. Also die Konzentrationslager, die Vergewaltigungen, das Treiben von Herero und Nama in die Wüste, um sie dort verhungern zu lassen, den Vernichtungsbefehl, auch die Behandlung der Gebeine von Verstorbenen, die ja teilweise nach Deutschland zu irgendwelchen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Forschungszwecken exportiert oder verbracht wurden, besser gesagt. Und da haben wir tatsächlich das geschafft, was Sie vorhin auch als ein Problem beschreiben. Und es ist auch nicht so einfach, dass aus unterschiedlicher Herkunftsperspektive wir diese Geschichte gemeinsam beschrieben haben in einem gemeinsamen Text. Allein das finde ich schon ein beträchtlicher Erfolg dieser Gespräche, weil zwischen, ich sage jetzt mal, den beiden Regierungen, die das ja auch durch ihre Verhandlungsführer paraffiert haben, klar ist, wovon man redet. Also da gibt es keinen Dissens. Das mag in der Wissenschaft, ich habe noch den einen oder anderen Brief bekommen von Historikern auch, also was wir denn da angerichtet hätten, das sei doch alle ganz anders gewesen. Das macht man weiter diskutieren, aber für die Politik, die auf Versöhnung setzt, ist das die Grundlage. Hm. Frau Theurer, wenn wir nochmal auf diesen schriftlichen Befehl zurückkommen, welches militärische Mandat hatte denn die Schutztruppe dort unten vor Ort überhaupt? Welches militärische Mandat? Das ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Naja, ich frage mal andersrum. Hatte man freie Hand vor Ort? Ich gehe davon aus, dass Lothar von Trotha zumindest den Eindruck hatte, dass er freie Hand habe. Es gibt dieses Wunder, also dieses eigentlich schreckliche, aber für uns aus rechtlicher Perspektive wichtige Zitat, indem er sagt, dass ein Krieg in Afrika jedenfalls nicht nur nach den Gesetzen der Genfer Konvention geführt werden könne. Und dieses Zitat zeigt in eindrücklicher Weise, dass er sehr wohl wusste, dass es rechtliche Vorschriften gibt, die dem entgegenstehen, was er dort tat. Und dass er aber das Gefühl hatte, er müsse sich daran nicht halten und er wolle sich daran auch nicht halten. Mhm. Herr Gottemarker, auch die Frage an Sie. War das denn letztendlich ein Vernichtungsbefehl, der aus dem Reich angeordnet wurde? Oder hat von Trotha freie Hand genutzt? Generalleutnant von Trotha ist ein Kriegsverbrecher. Das ist überhaupt keine Frage. Er ist deswegen aber auch abgelöst worden von seinem Kommando. Das muss man auch deutlich sagen. Das heißt also, die Reichsregierung ist mit seinem Vorgehen nicht einverstanden gewesen. Und insofern muss man natürlich auch die Entwicklung der sogenannten deutschen Schutztruppe in Südwestafrika sich genauer anschauen. Am Anfang war das eine sehr, sehr kleine Truppe. Am Anfang war das sogar nur ein Feldwebel, der mit einigen wenigen Leuten dort die Polizeigewalt ausüben sollte. Dann wurde ein Leutnant entsandt, der das mit 25 Soldaten gemacht hat. Dann ein Major, der das schon einen etwas größeren rum. Und dann hat es natürlich unter Generalleutnant von Trotha haben wir es dann mit mehreren Brigaden zu tun. Das heißt also insgesamt etwa 15.000 Soldaten. Und er hat dann tatsächlich eine Befehlsgewalt gehabt, die ihn in die Lage versetzte, solche Anordnungen zu treffen und dann tatsächlich einen Völkermord zu begehen. Wir müssen aber trotzdem, um mit diesem Begriff des Völkermordes nicht Inflation zu betreiben, sehr sorgfältig damit umgehen. Der Völkermord der Nationalsozialisten an den Roma und Sinti und den Juden ist doch
von einer ganz anderen Qualität, als was in Südafrika passiert ist. Es mindert nicht die Verbrechen, mindert auch nicht die Tatsache des Völkermordes an sich. Aber man muss historisch differenzieren. Und das ist nicht von der Reichsregierung angeordnet worden, sondern es war vor allen Dingen Generalleutnant von Trotters Verhalten, was dann ihn in diesen Kämpfen im Laufe des Jahres 1904/5 dann dazu bewogen hat. Und deswegen ist er eben auch abgelöst worden. Ja, natürlich. Also wenn ich kurz was ergänzen darf, wir sehen es ein bisschen anders, weil wir durchaus ein Kontinuum sehen, also sind eine sich aufbauende Gewalt. Zum Beispiel haben wir ja auch bereits schon 1891 das Massaker von Hornkranz, in dem Kurt von François Frauen und Kinder getötet hat. Was natürlich auch schon Verstöße gegen das damalige Kriegsrecht und das humanitäre Völkerrecht war. Also was ich damit sagen möchte, es gab durchgängig Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht. Und Lothar von Trotha wurde ja auch sehr bewusst nach Namibia geschickt. Insofern würde ich sagen, er hatte definitiv auf jeden Fall das Gefühl, er dürfe dort so agieren, wie man es von ihm erwartete. Zum Völkermord würde ich auch gerne noch etwas sagen. Es wäre gut, wenn wir die Debatte auch erweiterten um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht, also praktisch nicht nur über den Völkermord sprechen. Mhm. Herr Gottemark, ich würde gerne noch mal anknüpfen an das, was Sie gesagt haben. Wir haben ja gehört, dass Hereros in die Wüste getrieben wurde, dass sie dort verhungerten, dass quasi das ganze Volk ausgelöscht werden sollte. Worum ging es den deutschen Truppen denn letztendlich dabei? War es nur eine Form von Rache gegen die Aufständischen oder war es Lebensraum, den man erschließen wollte? Worum ging es den Truppen? Nein. Also es sind natürlich Konflikte, die sich über viele Jahre hinweg hochschaukeln. Vor allen Dingen ist es eben auch das Verhalten der deutschen Farmer, der deutschen Siedler gewesen. Wir haben es ja nicht nur mit einer Kolonialverwaltung zu tun oder mit Verwaltungsangestellten, sondern es sind vor allen Dingen auch die Farmer, die dort eben tatsächlich und auch Spekulanten, nicht zu vergessen, die dort dann Siedler hingelockt haben, die dort in großem Umfang Ländereien erworben haben. Wie die Verträge jetzt im Einzelnen zustande gekommen sind, wollen wir gar nicht thematisieren. Das ist sicherlich auch nicht in Ordnung gewesen. Das war auch schon ein Verbrechen an sich, was auch jeder wusste, der juristische Grundkenntnisse hatte. Und dadurch fühlten sich natürlich die Hereros und die Nama natürlich auch in die Enge getrieben. Sie waren sozial diskriminiert, sie waren politisch und juristisch diskriminiert und sie waren vor allen Dingen auch ökonomisch diskriminiert und wurden an den Rand des Existenzminimums gedrängt. Und das ist der eigentliche große Fehler dieser Kolonialpolitik gewesen, dass man das eben nicht verhindert hat. Und es gibt meines Wissens überhaupt keinen Ansatz dafür, das zu verhindern. Das war sehr weit weg. Man hat sich in Berlin darum nicht gekümmert. Man hatte andere Sorgen. Und dann kommt es eben tatsächlich ja nicht nur zu Stammeskämpfen zwischen den afrikanischen Stämmen, sondern es kommt eben auch tatsächlich zu Mordaktionen an den deutschen Siedlern. Und dann schaukelt sich die Gewalt eben hoch. Und dann kommt jemand wie Generalleutnant von Trotter, der bekannt war für seine Brutalität, und soll dort dann für Ordnung sorgen. Und das führt dann zu diesen Kriegsverbrechen, zu diesen Verbrechen, die dort geschehen sind. Wenn man das, Frau Theurer, aus Völkerrechtsperspektive betrachtet und auch aus völkerstrafrechtlicher Perspektive betrachtet, zu welchem Schluss muss man denn dann kommen? Definitiv zu dem Schluss, dass humanitäres Völkerrecht verletzt wurde und Kriegsrecht verletzt wurde. Und und dass eben auch ein Völkermord stattgefunden hat. Wobei ich es nicht so wichtig, also dass auf jeden Fall die Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht ebenfalls vorlagen. Lassen Sie mich zum Völkerrecht noch einen Satz hinzufügen. Wir befinden uns hier noch vor den Haager Konferenzen. Das darf man nicht vergessen. Die Entwicklung des Völkerrechts beginnt eigentlich erst in den Jahren 1906, 1907, 1908. Und was dann in Nürnberg sozusagen versucht wird, tatsächlich ein humanitäres Völkerrecht zu schaffen und auch ein Völkerstrafrecht, was tatsächlich dann auch vor Gerichten einklagbar ist, hat ja bis auf den heutigen
Tag nicht dazu geführt, dass wir ein einheitliches Völkerrecht oder Völkerstrafrecht haben. Und wichtige Länder sind eben etwa dem Haager Gerichtshof nicht beigetreten. Dazu gehört natürlich nicht nur Russland, da gehört nicht China, dazu gehören auch nicht die USA. Klar. Also insofern sind wir immer noch sehr weit davon entfernt. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, hier Maßstäbe anzulegen, die wir für die Zeit vor den Haager-Konferenzen noch gar nicht anlegen können. Darf ich darauf kurz antworten? Das ist genau der Grund, weshalb ich gerade so ein bisschen noch gezögert habe zu antworten. Denn wenn wir uns wirklich mit der Rechtsgeschichte beschäftigen, dann sehen wir, dass zu Ende des 19. Jahrhunderts das, was wir heute als Völkerrecht kennen, praktisch erst im Entstehen war. Also so das europäische internationale Recht war damals noch nicht universalisiert. So ist es. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Situation einer polyzentrischen Rechtsordnung. Mhm. Und genau an dem Punkt setzt eben auch unsere Kritik an, dass wir sagen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Rechtsvorschriften damals verletzt wurden, dann müssen wir uns definitiv auch damit beschäftigen, welche Rechtsvorschriften unter Uwahirere und Nama galten. Mhm. Und wenn wir uns dann zum Beispiel die Briefe anschauen, dann kommen wir natürlich zu dem Ergebnis, zum Beispiel in dem Brief von Hendrik Witboy, in dem er Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch Kurt von François kritisiert, dass die Situation komplizierter ist, als es eine einfache Antwort gerieren würde, aber dass wir uns bei einer differenzierten Betrachtung des damals geltenden Rechts, dass wir bei einer solchen Betrachtung auf jeden Fall zu dem Ergebnis kommen, dass wir die Rechtsnormen der Uwahirere und Nama auch in Betracht ziehen müssen. Und ich würde weiterhin argumentieren, dass damals diese die Ordre Publique, wenn ich dieses Wort benutzen darf, auf jeden Fall verletzt wurde. Herr Polenz, es ging damals, natürlich gab es diesen Völkermord, gleichzeitig gab es aber auch Landraub. Viele Ländereien wurden Hereros und Namas letztendlich weggenommen. Ist das Land heute noch im Besitz der Nachfahren der Täter? Teilweise sicherlich. Teilweise hat es den Eigentümer und Besitzer gewechselt. Für die heutige Beurteilung der Landfrage in Namibia ist ja entscheidend, was Namibia nach seiner Unabhängigkeit selbst beschlossen hat. Also man muss da nicht bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, sondern es reicht, wenn man sich anschaut, welche Verfassung sich Namibia 1989 gegeben hat. Und in dieser Verfassung hat Namibia das Privateigentum an Grund und Boden garantiert, hat sich also bewusst, denke ich mal, anders entschieden als Simbabwe, wo die weißen Farmer enteignet wurden. Und deshalb sind die Bestrebungen zur Landreform, die die Bundesregierung auch unterstützt, eben darauf angewiesen, im Rahmen dieser Verfassung Veränderungen im Bodenbesitz, in den Bodenbesitzverhältnissen herbeizuführen. Und das geht dann nach diesem Prinzip Willing Seller, Willing Buyer, also in meinen Worten, man übt so eine Art staatliches Vorkaufsrecht aus, wenn eine Farm verkauft wird beispielsweise und verteilt dann den Grund und Boden anders, nämlich an diejenigen, denen man jetzt helfen will, eine eigene Farm sozusagen zu bewirtschaften. Mhm. Und Deutschland kann diesen Prozess unterstützen durch Geld, denn nur dann kann man das Vorkaufsrecht ausüben. Und natürlich auch durch Ausbildungsmaßnahmen für diejenigen, die für diese Ländereien vorgesehen sind. Denn auch in Namibia gehört heute einiges an Vorwissen dazu, um eine Farm wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Mhm. Herr Konrad, kommen wir mal zur Aufarbeitungsgeschichte ein Stück weit. Warum hat es denn so unglaublich lange gedauert, bis eine Auseinandersetzung mit dem Thema überhaupt erfolgt ist? Ja, es hängt auch alles mit der namibischen Regierung. Also das heißt, ich muss erst mal sagen, die namibische Regierung, es ist keine Regierung, die auf unserer Seite ist, also von Hereros und Namas betrachtet. Ja, das ist eine Regierung, die Regierende kommt aus dem Norden Namibias, ja, das Swapo. Das ist Swapo-Anhänger. Und die machen über 50% des Landes. Also die waren auch nicht, also das heißt, im Norden war nicht betroffen von der Völkermord. Ja, also das heißt, wir haben ein Problem mit unserer eigenen Regierung.
Und wenn ich auch diese Geschichte höre mit willing buyers, willing sellers, also ich gehe wieder zurück zu dieser Geschichte mit der Landreform, das ist einfach umstritten. Wir haben ein Problem heute immer noch mit der Landreform. Ich meine, wenn jemand irgendwie mein Land weggenommen hat, warum muss ich das Land auch wieder zurückkaufen? Und ich weiß auch, wir wissen genau, diese Verfassung geschrieben wurde damals, war auch teilweise Deutsche beteiligt an dieser Geschichte, um ihre Menschen, um ihre Farmer auch zu unterstützen. Oder darum ist dieser Prozess mit der Landreform einfach eine reformierbar. Wir müssen das reformieren. Und das ist das Problem mit der namibischen Regierung. Heute haben wir weniger Unterstützung als von der namibischen Regierung. Und da haben wir ein Problem mit unserer eigenen Regierung. Und darum sagen wir auch, dass die namibische Regierung sind auch eigentlich nicht legitimiert, uns so zu repräsentieren. Und ist das seit Staatsgründung Namibias, also seit 1989, seit der Unabhängigkeit der Fall? Das ist der Fall, seit 1989. Okay, ja. Seitdem. Ja, Und wir sind einfach nicht zufrieden damit. Ja, also das heißt, wenn wir keine Druck machen, dann wird überhaupt in Namibia wird auch niemals zur Verhandlung kommen. Also diese ganze von 215, was Herrn Pollens auch dann erwähnt hat, wenn wir nicht, wir Hereros und Namas, wenn wir nicht Druck und auch internationalen Druck machen, es wird hier überhaupt nicht passieren. Vielleicht darf ich aus völkerrechtlicher Perspektive noch ergänzen. Seit ungefähr 20 Jahren sehen wir eine Erstarkung von dekolonialer Perspektiven auf das Recht und auch das Völkerrecht. Und zwei Tendenzen bzw. zwei Entwicklungen sind hier bedeutsam. Zum einen Rechtsprechung dazu, dass Landbesitz oder das Eigentum von Land vor dem Kolonialismus teilweise als fortbestehend, den Kolonialismus überdauernd anerkannt wird inzwischen. Das ist wichtig, wenn es um die Landfrage geht. Und das Zweite ist, dass inzwischen im Rahmen einer Dekolonisierung des Völkerrechts auch anerkannt ist, dass betroffene Communities wie Ovaherero und Nama völkerrechtlich verbürgte Beteiligungsrechte haben. Und doch heute muss ich auch mal sagen, 60 bis 70% des Landes oder Farmland oder was wir sagen, so ein ancestral Land ist immer noch in der Hand von deutschen Siedler. Und das sind Sachen, die kann man auch nicht so lassen einfach. Ja, also heute, wir leben, was weiß ich, in den Reservaten und wir haben auch, wenn man auch so die Fakten ist, durch diese Vertreibungspolitik von Lothar von Trotta, wir haben Herero und Namas, die damals das Land verlassen mussten und noch in Botswana und Südafrika leben. Und die sind auch bereit, wieder zurückzukommen. Das Problem ist, wohin? Wenn das auch alles noch besetzt ist von den deutschen Siedlern. Das sind die Fakten, die wir noch untersuchen müssen. Und da bleibt alles ein bisschen schwierig. Mhm. Herr Gottemacher, ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, wie das mit dem Bewusstsein für die Folgen des Kolonialismus in Deutschland war. 1918 mit dem Versailler Vertrag war ja die Kolonialmacht Deutschland erstmal beendet und damit war es auch nicht mehr so richtig im Bewusstsein der Deutschen. War das so eine Art Gnade der Niederlage in dem Fall dann? Nein, das würde ich nicht so sagen. Es ist auch durchaus im Bewusstsein noch geblieben. Also die Nationalsozialisten beispielsweise haben natürlich Wert darauf gelegt, dass die Kolonien zurückgegeben wurden. Das war beispielsweise eben schon eine der Bedingungen, die man für einen Friedensschluss mit Großbritannien formuliert hat, dass man gesagt hat, also wir sind ja durchaus bereit, mit Großbritannien Frieden zu schließen, im Zweiten Weltkrieg noch, aber nur dann, wenn auch die Kolonien zurückgegeben werden. Das heißt also, im Bewusstsein war das schon durchaus noch vorhanden, aber in was die
Regierung betrifft und was auch die relevante öffentliche Meinung in der Weimarer Republik betrifft, war es natürlich schon so, dass die Kolonien dann eben keine nennenswerte Rolle mehr gespielt haben. Sie hatten aber auch, und das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit, wirtschaftlich auch vorher keine Rolle gespielt. Insofern war das kein großer Verlust für das Deutsche Reich. Es war eine Prestigeangelegenheit, aber kein ökonomisches oder kein politisches Problem. Das hat aber dann, das wurde vorhin ja schon gesagt, dazu geführt, dass man hier das Gefühl hatte im Zuge der Entkolonisierungsdebatte in den 1960er, 70er Jahren, dass man davon ja gar nicht betroffen sei. Und die andere Frage ist natürlich, wenn Sie etwa an die Eigentumsrechte von deutschen Siedlern hier nochmal das erwähnen, wie lange muss man eigentlich in einem Lande gelebt haben, um dann tatsächlich auch als Einheimischer zu gelten oder Landrechte zu haben? Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema. Das haben wir übrigens ja nicht nur in Südwestafrika, wir haben es eigentlich überall, selbst in den USA, wo das Land ja auch nicht den Einwanderern gehörte, sondern denjenigen, die dort vorher gelebt hatten. Und auch in Lateinamerika ist das genauso gewesen. Das heißt, dieses Problem haben wir überall und das muss man vernünftig lösen. Und deswegen hat der Polenz natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, wir müssen jetzt einen Ansatz finden, wie wir einerseits mit den Kriegsverbrechen umgehen, die hier zweifellos passiert sind, ob man das jetzt Völkermord oder geplanten Völkermord nennt oder eben Völkermord, einer Einzelperson zuzuschreiben ist oder wenigen Personen zuzuschreiben ist, das ist dabei unerheblich. Wichtig ist, dass man nach vorne schaut und tatsächlich dabei auch dann die Probleme der Vergangenheit mit aufarbeitet. Und hier kehre ich nochmal zurück an die Erinnerungskultur. Es ist wichtig, daran heute zu erinnern, weil eben Dinge geschehen sind, die nie wirklich behandelt worden sind, selbst bis in das neue Jahrtausend hinein nicht wirklich thematisiert worden sind. Ich glaube, Roman Herzog war der Einzige oder Erste, der das dann aufgebracht hat als Thema. Aber dann natürlich in den letzten zwei Jahrzehnten ist darüber sehr viel mehr diskutiert worden. Das ist wichtig, aber man muss es im Mitblick in die Zukunft tun und dann versuchen, vernünftige Lösungen zu finden. Herr Polenz, Sie wollten direkt darauf antworten. Ja, ich würde gerne erklären, wie die politische Perspektive auf das ist, was wir jetzt von rechtlicher Seite und auch direkt sozusagen aus der Sicht eines Herero gehört haben. In dem Moment, wo die Bundesregierung der legitimen Regierung von Namibia irgendwelche Vorschriften machen würde, wie sie mit uns zu verhandeln hätte, würde sie uns möglicherweise, jedenfalls ich würde es an ihrer Stelle tun, als erstes entgegenhalten, habt ihr noch nicht gemerkt, dass wir nicht mehr eure Kolonie sind? Das heißt, die namibische Regierung beruft sich zu Recht darauf, die einzig legitime Vertreterin der gesamten namibischen Bevölkerung zu sein. Das müssen wir aus Sicht der Bundesregierung so sehen, denn sonst können wir überhaupt nicht anfangen. Denn die Projekte, über die wir dann gesprochen haben, die bedürfen ja auch der Zustimmung, der Mitwirkung der namibischen Regierung, damit man sie realisieren kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich habe natürlich von Anfang an mitbekommen, dass es unter den Herero und Nama welche gibt, auch lautstark. Ich weiß nicht genau, die Größe einzuordnen, weil es ja keine allgemein repräsentierte und von allen Herero oder Nama anerkannte Vertretung der Herero und Nama im namibischen Staat gibt. Dass es Unzufriedenheit mit der Regierung gibt, dass man nicht glaubt, dass das, was die Bundesregierung mit der Regierung vereinbart, dann tatsächlich den Herero und Nama zugutekommt, etc. etc. Wir haben deshalb in den Verhandlungen schon zum Ausdruck gebracht, dass es uns vor allen Dingen darum geht, die heute bei Herero und Nama noch vorhandenen Wunden, so gut es geht, zu heilen und nach vorne zu schauen. Aber die namibische Regierung hat das auch gesehen. Sie hat mit Dr. Ngawire, das war mein Counterpart in den Verhandlungen, eine, wie ich auch durch Besuche vor Ort gespiegelt bekommen habe, sehr respektierten Herero zum Verhandlungsführer gemacht. In allen Gesprächsrunden waren in der namibischen Delegation Vertreter von Herero und Nama mit am Tisch. Und die namibische Regierung hat auch, das hat man uns jedenfalls gesagt, in der Vorbereitung ihrer Verhandlungsposition im sogenannten Technical Committee Herero und Nama-Vertreter dabei gehabt. Jetzt ist klar, diejenigen, die gesagt haben, aber wir waren nicht dabei,
die beschweren sich. Und deshalb wundert mich jetzt oder hat mich jetzt auch nicht so sehr verwundert, dass das, was wir in diesem Verhandlungsprozess nach 5,5 Jahren paraffiert haben, einvernehmlich, dass das von einem Teil von Herrero und Nama kritisiert wird, weiterhin. Denn wenn man von Anfang an sagt, about us, without us, is against us, also über uns, ohne uns, ist gegen uns, dann kann man, würde ich mal jetzt als Politiker sagen, sicherlich nicht, wenn dann ein Ergebnis vorliegt, sagen, habt ihr aber toll gemacht. Also das, damit musste man rechnen. Aber ich sehe eben keinen anderen Weg, den Deutschland zur Verfügung gehabt hätte, um dieses Dilemma zu lösen. Bevor Sie darauf antworten, ganz kurz. Würde ich nämlich gerne einen kurzen Einspieler noch uns zeigen vom damaligen Außenminister Heiko Maas. Ich bin außerordentlich froh und auch sehr dankbar, dass es jetzt endlich gelungen ist, mit Namibia eine Einigung über einen gemeinsamen Umgang mit einem der dunkelsten Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte zu erzielen. Dass nach über 5 Jahren Ruprecht Polenz und sein namibischer Verhandlungspartner die Verhandlungen zum Abschluss bringen konnten, ist ein großer Erfolg. Sie haben diese Verhandlungen geführt im Namen und im Auftrag unserer beider Regierungen und auch im Auftrag und im Namen beider Parlamente. Es war dabei ganz entscheidend, dass Vertreter der Gemeinschaften der Herero und der Nama auf namibischer Seite in die Verhandlungen eng eingebunden worden sind. Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken an die Opfer zu finden. Und dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten aus der Zeit von 1904 bis 1908 ganz klar benennen. Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord. Wir bekennen uns damit auch zu unserer historischen Verantwortung. Und im Lichte dieser historischen und auch moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten. Und als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem substanziellen Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro unterstützen. Und dabei wird es ganz besonders um Wiederaufbau und Entwicklung gehen. Herr Kornatike, 6 Jahre wurde verhandelt zu diesem Entschädigungsabkommen. Das wurde dann unterzeichnet. Sie sind aber nicht einverstanden. Und warum? Das ist auch nicht unterzeichnet. Das wird auch nicht, kein Mensch wird das unterzeichnen. Ich meine, vielleicht die Regierung, aber die Oppositionsparteien sind auch dagegen. Weil es gab auch eine Resolution von, wenn die namibische Regierung ihre eigenen Resolutionen nicht respektieren von 2006, uns einzubinden in diesen Verhandlungsprozess. Und dann suchen die irgendwie kleine Komitee, ein paar Hereros und sagen, ja, die repräsentieren die Mehrheit der Hereros. Das stimmt gar nicht. Diese Komitee sind nach dieser Verhandlung, nach dieser Joint Declaration, Die sind nach Hause gegangen nach Namibia und die namibische Community, die Mehrheit Hereros und Namas haben gesagt, was haben sie da verhandelt? Was ist das für eine Verhandlungsgeschichte? Wir sind nicht angebunden, in Diaspora sind auch nicht angebunden, die Hereros. Das können wir niemals akzeptieren. Und darum ist das immer noch in eine Sackgasse geraten, immer noch. Es wird nicht viel passieren in der Zukunft. Nächstes Jahr haben wir Wahlen in Namibia. Und die Swabo-Regierung ist natürlich auch ganz bewusst, dass das auch nicht, das kann auch passieren. Von unserer Seite, die können das auch unterschreiben. Die können auch diese 1,1 Milliarden Euro bekommen. Das ist aber nicht unser Problem. Namibia hat 30 Jahre lang Entwicklungshilfe bekommen, sogenannte Entwicklungshilfe, 1,1 Milliarden Euro. Was haben die damit gemacht mit diesen Geldern? Darum, wir haben kein Vertrauen in diese korrupte Regierung in Namibia. Und das bleibt so. Wir haben viel gelernt von unseren Vorfahren, wie man kämpft. Und wir werden das niemals zustimmen, solange wir nicht eingebunden, die Mehrheit der Hereros und Namas sind nicht eingebunden in dieses Prozess. Und das kann nicht sein. Herr Polenz, wir haben es eben vom damaligen Außenminister gehört, auch von Ihnen gehört, dass Hereros und Namas durchaus eingebunden waren. Hat man mit den Falschen dort verhandelt?
Nein, das kann man nicht sagen, denn es sind diejenigen, die die Regierung von Namibia in ihre Delegation aufgenommen hat. Was wäre ich jetzt für ein Verhandlungspartner, wenn ich meinen Verhandlungspartnern sagen würde, ihr seid eigentlich ganz falsch zusammengesetzt? Also ich glaube, dass das, was wir gerade gehört haben, schon das Dilemma beschreibt, in dem die Verhandlungen von Anfang an waren. Ich habe auch versucht, dem insofern entgegenzuwirken, als ich mit Herrn Rokoro, das ist einer derjenigen, die von Anfang an dagegen waren, mehrfach gesprochen habe. Ich habe mit Frau Hoffmann gesprochen und den Verhandlungsprozess erklärt. Ich habe mit beiden Völkermordkomitees gesprochen, mit der Witboi-Familie gesprochen, mit der Frederik-Familie von den Nama gesprochen. Also ich habe schon versucht, auch über den Kreis der am Verhandlungstisch Sitzenden hinaus zu erklären, worum es geht, was wir wollen. Und ich nehme jetzt zur Kenntnis und ich beobachte ja auch selbst, dass es in Namibia jetzt weiter Diskussionen gibt. Ich glaube, dass der Bundesregierung und Deutschland zunächst einmal nichts anderes bleibt, als abzuwarten, wie das ausgeht und sich dann eben mit dem Ergebnis weiter zu beschäftigen. Wenn die namibische Regierung die Joint Declaration, die sie ja paraffiert hat, durch Herrn Dr. Gnaviro, und ich erinnere mich noch gut dran, in der letzten Sitzung in Berlin haben wir sehr oft unterbrochen, weil sich die namibische Verhandlungsdelegation noch mal rückvergewissern wollte in Windhoek. Können wir das so machen, können wir das so machen? Und wir werden sehen, wie die namibische Regierung damit umgeht. Wenn sie unterschreibt, werden dann die Dinge ins Werk gesetzt. Ich würde mir das wünschen, weil, sagen wir so, jedes Jahr, was jetzt noch ins Land geht, wird eben ein Berufsausbildungszentrum später in Angriff genommen und eine Generation junger Herero und Nama kommt später, wenn überhaupt, in die Möglichkeit, sich qualifiziert auf ein besseres Leben vorzubereiten. Mhm. Frau Theurer, wie kann man denn sicherstellen, dass bei solchen Verhandlungen auch die in Anführungszeichen Richtigen am Tisch sitzen? Und inwiefern ist das von Deutschland aus überhaupt zu beeinflussen? Oder ist das nicht eher eine innernamibische Angelegenheit letztendlich? Ja, also ich verstehe natürlich, Herr Polenz, dass Sie an dieser Position festhalten. Und ich verstehe auch, dass es ein Festhalten gibt an der Joint Declaration an sich, über die so lange verhandelt wurde. Das, was ich sehe, ist, dass das jetzige Dokument nicht in der Lage ist, Versöhnung zu schaffen, sondern ganz im Gegenteil, ist es wie ein kontinuierliches Öl ins Feuer gießen, daran festzuhalten. Insofern hoffe ich wirklich, sowohl aus rechtlicher, aber auch aus politischer Sicht und im Interesse der beiden Staaten, dass die deutsche Regierung sich umbesinnt und die Verhandlungen über das Addendum, die ja weitergehen und weiter ohne die Beteiligung der Affected Communities, also eines Großteils der Affected Communities, weiter unter strikter Geheimhaltung, dass diese Verhandlungen über das Addendum beendet werden und dass tatsächlich, es wäre so ein starkes Signal der deutschen Regierung zu sagen, wir verstehen, dass wir die Beteiligungsrechte der Oberherero und Nama verletzt haben, denn das ist ja faktisch tatsächlich passiert, egal jetzt, wessen, wem es zuzurechnen ist. Also es gibt zum Beispiel NTLA und OTA, die einen Großteil der Oberherero und Nama vertreten. Einfach die Tatsache, dass niemand von ihnen mit am Verhandlungstisch war, bedeutet einfach, dass circa 80% der Oberherero und Nama nicht vertreten wurden. Und wir stehen mit dieser Einschätzung ja auch nicht alleine. Wir haben im April 2023 die Veröffentlichung der Joint Communication der Special Rapporteurs der Vereinten Nationen erhalten, die zum Ergebnis kommen, dass die Beteiligungsrechte, die völkerrechtlich garantiert sind, der Oberherero und der Nama verletzt wurden. Also das sind nicht nur wir, die das sagen, sondern die UN, die diese Feststellung treffen. Und die Vereinten Nationen und die Special Rapporteurs sind auch ganz klar, sie sagen, die Oberherero und Nama have a legal position of its own. Also sie haben eine eigene Rechtsposition, that is independent and separate from the German one, also sie haben from the Namibian one. Also die namibische Regierung
ist nach Ansicht der Special Rapporteurs nicht in der Lage, in dieser Frage die Ovaherero und Nama völkerrechtlich zu vertreten, weil Ovaherero und Nama nach gängigem Völkerrecht, und das sagen die Special Rapporteurs, genauso wie wir es sagen, eigene Beteiligungsrechte haben. Ist das Sache der Deutschen, die mit reinzunehmen? Nein, ich würde gerne auf etwas hinweisen, weil uns ja auch Nicht-Juristen zuhören. Es gibt in der Juristerei immer eine herrschende Meinung, eine Mindermeinung. Es gibt eine Meinung in der Literatur. Es gibt eine Meinung, die die Gerichte erzeugen. Und für die Frage, wie diese Fragen hier zu beurteilen sind, hat es drei Gerichtsverfahren gegeben, die diejenigen angestrengt haben, die gesagt haben, wir waren nicht mit am Tisch. Wir hätten damit am Tisch sitzen müssen. Alle drei Gerichtsverfahren sind nicht zur Entscheidung angenommen worden. Warum? Weil die Gerichte gesagt haben, es ist eigentlich keine Rechtsfrage, um die es hier geht. Es ist keine Rechtsfrage. Und ich verfolge auch mit Interesse, weil ich selber auch Jurist bin, die Diskussion darüber, ob Intertemporalität im Völkerrecht sich jetzt mal durchsetzt. Ich habe früher mal mitverfolgt, ob sich die Responsibility to Protect, das war auch eine Völkerrechtsfigur, die sich nicht durchgesetzt hat. Damals waren auch alle, die das vertreten haben, in Podiumsdiskussionen der Meinung, das ist jetzt der große Durchbruch, so wird es dann in Zukunft kommen. Ein Staat kann mit seiner Bevölkerung nicht mehr machen, was er will. Es hat eben sich nicht in einer allgemeinen Anerkennung als Rechtsprinzip durchgesetzt. Und so eine ähnliche Situation haben wir jetzt hier auch. Und ich wäre ja bei Ihnen, wenn Sie mir einen Weg zeigen könnten, der bei einer namibischen Regierung, die sagt, wir vertreten alle Namibier. Wir wollen das Stammesdenken in unserer Bevölkerung überwinden. One people, one nation. Als frühere Kolonialmacht sagen, April, April, wir reden jetzt mit Herero und Nama, die suchen wir uns selber aus, wie auch immer, und haben dann aber garantiert wieder andere. Das wäre jetzt, nachdem ich so ein bisschen auch die vielen Meinungsverschiedenheiten in den Communities der Herero und Nama mitbekommen habe, wir haben garantiert wieder welche, die sagen, und wir waren nicht mit am Tisch. Und sie werden möglicherweise auch behaupten, die Mehrheit zu sein, weil es eben keiner zählt. Es gibt keine allgemeinen Wahlen, wo man Mehrheiten feststellt. Herr Görtemacker, wir merken schon, wie schwierig die Repräsentationsfrage ist. Eine schwierige Frage ist aber auch die Frage Reparationen, ja oder nein? Mhm. Oder ist es Entwicklungshilfe? Wenn wir hören, was passiert ist, müsste es nicht eigentlich auch Reparationszahlungen geben? Oder kann man das mit Entwicklungshilfe? Man muss es über den Weg der Entwicklungshilfe machen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Verträgen, die das Thema Reparationen regeln. Das begann mit dem Londoner Schuldenabkommen von 1952, wo also die Schulden des Deutschen Reiches eben grundsätzlich geregelt worden sind. Das betrifft das Luxemburg-Abkommen auch von 1952, wo es um den Staat Israel geht. Und es geht natürlich auch um den 2+4-Vertrag, wo das Thema noch einmal diskutiert worden ist. Übrigens unter Beteiligung der Griechen und unter Beteiligung der Polen, die allesamt dort am Tisch saßen, die das heute nicht mehr wahrhaben wollen. Das Thema Reparationen wird immer wieder als politisches Thema hochkommen. Es ist faktisch aber juristisch erledigt. Insofern muss man einen anderen Weg finden, und das halte ich auch nicht für ein Problem. Wie man das Kind am Ende nennt, ob Reparationen oder Entwicklungshilfe, ist eigentlich sekundär. Wichtig ist, dass diese Hilfe eben erfolgt und dass es natürlich eben einen Ausgleich für die Schandtaten gibt, die von Deutschen dort verübt worden sind. Egal, ob das jetzt vom Staat selbst gemacht worden ist oder von Einzeltätern. Aber Tatsache ist, dass diese Verbrechen geschehen sind, und natürlich muss man dazu sich nicht nur moralisch bekennen, wie das Außenminister Maas jetzt völlig zu Recht getan hat, sondern man muss natürlich auch versuchen zu helfen und damit eben einen Beitrag zu leisten, das Verhältnis zwischen Namibia und Deutschland in der Zukunft zu verbessern. Herr Kaunertieke, ist es Ihnen egal, wie es genannt wird letztendlich, ob es Reparationen heißt oder nicht? Für uns ist nicht egal, wie es genannt wird. Für uns ist ganz klar, wir wollen Reparationen und keine Entwicklungshilfe. Wir wollen keine Entwicklungshilfeprojekte haben. Wir müssen, das heißt, die betroffenen Völker haben auch Mitrecht zu sagen, was wollen wir eigentlich? Aber nicht zu sagen, okay, wir bauen für euch Straßen oder Brunnen. Wie soll ich mir eine Straße bauen, wenn ich kein Auto habe oder sowas? Und das ist ein Fehlpolitik. Und dann diese One Namibia, One Nation existiert nicht.
Die dominierende Politik wird von SWAPO, von Ovambos aus dem Norden. Und das ist in der Praxis, sieht das auch genauso. Wenn man die ganzen Posten, Ministerien und so, sind wir Menschen zweiter Klasse in Namibia. Und das kann man nicht, wir können das nicht tolerieren. Wir wollen auch natürlich miteinander reden, diese Geschichte aufzuarbeiten und nicht zu sagen, okay, wir sind auch aus der Welt der Volk oder sowas. Wenn man uns jetzt noch erinnert, 1952, Adenauer hat mit 23 jüdischen Organisationen verhandelt. Vielleicht auch sogar zweimal. Und, und wir haben so viele Organisationen auch nicht. Und das ist auch normal, dass die Menschen und dass sie auch Probleme haben. Also ich glaube, wir glauben auch an eine Demokratie. Wir sitzen ja in einem demokratischen Forum. Ja, und da kann man uns auch nicht sagen, okay, ihr seid zerstritten und solche Sachen, die wir immer hören, das stimmt, das ist nicht okay. Also wir wollen ganz klar keine Entwicklungshilfe. Wir wollen auch keine Projekte, die von Chinesen realisiert werden in Namibia. Alle diese ganze Geschichte, wenn man sieht, was in Namibia passiert, wer baut die Straßen, wer baut Schulen, wir baut Ministerien, das sind Chinesen und Nordkorea. Und ich bin hier Steuerzahler in Deutschland. Ich möchte auch nicht mein Geld nicht nach China oder irgendwas. Und das ist die Realität in Namibia. Herr Pohlenz, ja, da würde ich gerne was zu sagen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja, ganz kurz. Weil wir auf den Punkt Mitwirkung der betroffenen Communities, was passiert, großen Wert gelegt haben. Wir haben genau definiert, es sollen die Gelder in die Region fließen, wo Herero und Nama siedeln. Zweitens, die Communities vor Ort sollen große Mitspracherechte bei der Planung, bei der Umsetzung und natürlich auch später bei der Nutzung haben. Weil wir versucht haben, die Bedenken, die hier angesprochen worden sind, so gut wir es von außen können, aufzugreifen. Und ich glaube, deshalb würde, wenn man damit anfinge, es seine positive Wirkung nicht verfehlen. Aber ich will an der Stelle hier auch sagen, es kann sein, dass das länger auf Eis liegt. Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Ich sage denjenigen, mit denen ich über diese Fragen spreche, wir haben auch keinen Anspruch auf Versöhnung. Wir müssen hoffen, dass das gelingt und müssen unser Bestes dazu tun. Und ich glaube schon, dass das, was die deutsche Regierung jetzt gemacht hat, vor allen Dingen, das ist ja noch gar nicht angesprochen worden, als ich den Auftrag bekam, habe ich das gemacht, was man, glaube ich, immer macht. Man hat geguckt, gibt es ein Referenzprojekt? Gibt es irgendein Land auf der Erde, was Ähnliches versucht hat? Nein, gibt es nicht. Keine der anderen Kolonialmächte, über die wir vorher gesprochen haben, hat überhaupt was Ähnliches versucht. Und wenn man dann jetzt sagt, also wir stellen uns aber einen Prozess vor, der vielleicht dann sich etabliert, wenn 20 andere Kolonialmächte sozusagen voneinander lernen, sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen, das mag ja sein. Aber zu sagen, jetzt machen wir mal den ersten Schritt am liebsten auch nicht, weil der von Deutschland nun nicht gleich völlig vollkommen war, was sicher der Fall ist, das halte ich aus der Sicht der Menschen für einen großen Fehler. Also das kann man sozusagen am Schreibtisch machen und an den Klagen bei Herero und Nama haben amerikanische und sonstige Anwälte schon viel Geld verdient. Und natürlich ist es so, wenn ich zu einem Anwalt gehe und sage, hat das Aussicht auf Erfolg, dann sagt er, boah, wir machen unser Bestes, wir klagen mal. Und als erstes zahlst du einen Vorschuss. Also das ist, glaube ich, das, wo man aufpassen muss, dass man den Gedanken, um den es geht, Grundlage für Versöhnung schaffen, nicht durch solche Dinge überlagern lässt. Aber Versöhnung können wir nur, wenn wir gemeinsam, wenn wir einbezogen sind in diesen Prozess. Sonst gibt es keine Versöhnung. Das nehme ich jetzt als Schlusswort, Herr Kaunertig. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Pohlenz. Bei Ihnen, Herr Kaunerticke, vielen Dank. Frau Theurer, vielen Dank für Ihre Expertise und natürlich herzlichen Dank an Professor Görtemagel. Und bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war das Forum Demokratie. Es ging um das Thema Kolonialismus, in diesem Fall vor allen Dingen um Namibia. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen.